Ja, okay, dann fände ich am besten, wenn du mich ein bisschen begleitest. Also ich habe ja jetzt schon eine Zeit lang nicht mehr aufgenommen und einfach auf dem Herzen aufzunehmen. Und ich möchte mich auch nicht jetzt selber von irgendwelchen Hustangriffen irritieren lassen oder nicht gehorsam sein. Ich habe mir heute Morgen gesagt, okay, Herr, wenn du durch einen Esel sprechen kannst, kennt vielleicht die Stelle in der Bibel, wie viel mehr kannst du durch mich sprechen? Dann habe ich mir gesagt, Herr, du bist in den Schwachen mächtig, weil wir sehr starke Angriffe jetzt erlebt haben für heute. Letztes Mal war ja jemand hier, die hat das nochmal bestätigt, einfach, was ich selber nicht so verstehen kann. Die eine Gebetsgruppe haben und auch für meinen Dienst beten und einfach ganz stark selber gemerkt haben, diesen geistigen Kampf und Widerstand, wo ich immer sage zum Herrn, ich kann mir das nicht vorstellen, weil wir einfach ja so ein kleiner Dienst sind. Aber ich weiß natürlich nicht, was passiert mit den ganzen Videos. Ich kriege das einfach nicht mit, ne, mit den Predigten. Und kann nur sagen, ja, der Teufel, der hasst uns, also was wir alles so erleben. Aber ich weiß auch eins, die, die mit uns sind, die Engel des Herrn, die sind zahlreicher als die Mächte, die gegen uns sind. Und deswegen gehe ich. Und deswegen stehen wir hier heute, weil ich mir immer wieder sage, Gottes Wort ist die Wahrheit und nicht das, was ich sehe. Ich will mich nicht auf meine Gefühle verlassen, sondern auf das, was Jesus sagt. Und ich möchte dir dafür danken, Jesus, und ich dir sagen, Herr, dass wir froh sind und dankbar sind, dass wir uns heute hier versammeln in deinem mächtigen Namen, in deiner Herrlichkeit, und dass du uns verheißt, wo zwei oder drei zusammen sind, da bist du mitten unter uns. Das kann man sich nicht vorstellen, dass die Erde ist so groß und überall gibt es so viel zu tun und so viele Leute auch, die sich auch in deinem Namen versammeln, dass du echt hier bist, dass du, der du Himmel und Erde gemacht hast, alles, was wir draußen sehen, dass du echt hier bist. Aber das hast du gesagt und deswegen ist das so. Und dafür bin ich so dankbar, Herr. Und wir preisen dich. Wir wollen mehr von deiner Heiligkeit und wir wollen mehr von deiner Herrlichkeit sehen. Und hier sind heute Leute, die haben sich wirklich vom anderen Ende von Deutschland, kann man schon fast sagen, auf den Weg gemacht, um mehr von dir zu erfahren, um mehr von dir auch zu empfangen, Herr. Wir haben so einen Hunger in Deutschland. Nicht nur in Deutschland, sondern überall auf der ganzen Welt. Wir wollen mehr von dir sehen. Wir wollen das. Dass dein Heiligtum aufgestellt wird in unseren Familien, in unseren Ehen, in unseren Städten, in unseren Landkreisen, in unseren Bezirken, in unseren Ländern, Herr. Wir brauchen mehr von dir. Und wir sind hier, weil wir Hunger haben. Wir sind hier, weil wir Hunger nach mehr haben, Jesus. Wir danken dir, du bist der König der Könige und du bist der Herr der Herrscher. Wir danken dir so sehr, dass du uns zu dir gezogen hast in einer Zeit, wo wir alles andere gemacht haben als uns auf den Weg zu dir. Aber du hast aus reiner Gnade, aus reiner Barmherzigkeit, hast du uns zu dir gezogen und dafür danken wir dir. Und wir bringen dir unsere Familienangehörigen, wir bringen dir unsere Geschwister. Unsere Brüder und Schwestern, unsere Väter und Mütter, wir bringen dir unsere Verwandtschaft, wir bringen dir unsere Städte her. Da gibt es noch so viel, die dich einfach nicht kennen und ich weiß, dass das aus reiner Barmherzigkeit ist, Herr. Dass du, weil deine Liebe so unbegreiflich groß ist, dass du die einfach schenkst. Herr, und wir sind hier, wir wollen uns ganz weit aufmachen, weil wir deine Liebe empfangen wollen. Nicht nur für uns, nicht nur aus Eigennutz, Herr. Wir sind auch hier als Stellvertreter für Familienangehörigen, die dich noch nicht kennen, für unsere Nationen, für Länder, für Regierungen, die dich einfach noch nicht kennen, für Autoritäten, die dich nicht kennen, für unsere Bürgermeister, für
für unsere Städte, Stadtrate, für, wir sind hier als Stellvertreter, Herr. Wir wollen, wenn wir hier weggehen, und dafür bete ich, Herr, und ich gebe dir jeden Einzelnen, der wirklich gekommen ist heute, dass er austeilt, dass du mitgibst, dass du wie mit einem leeren Koffer sind sie gekommen und diesen Koffer füllst du voll, Jesus. Darum bitte ich dich, dass sie mit ihren Taschen wieder nach Hause fahren, sich in den Zug setzen oder ins Auto setzen und mit deinen Gaben wieder fahren. Dass ich danke dir dafür. Jesus, du hast mir am Anfang meines Dienstes, hast du uns gezeigt, dass von unserem Dienst, wenn wir Gott erlebt machen, diese Flüsse ins ganze Land gehen. Und es ist egal, wie viele Leute da sind, die Flüsse fließen. Du hast lebendiges Wasser, du bist der ewige Gott, du bist der lebendige Gott. Und wir danken dir dafür, wir geben dir die Ehre, Herr. Ich bitte dich, dass du dich uns näherst und ich danke dir, dass du hier bist. Ich danke dir dafür, ich danke dir, Heiliger Geist, dass du hier wirkst, dass du da bist. Du bist herzlich willkommen. Liebster Heiliger Geist, du bist sowas von willkommen. Wir wollen uns in deine Hände geben und wir wollen, dass du die Kontrolle übernimmst, Heiliger Geist. Und dass du uns auch sagst, was heute dran ist, also was du tun möchtest. Du sollst tun, was du tun willst. Danke, dass du hier bist, Heiliger Geist. Komm und wirke, Heiliger Geist. Halleluja. Ja, öffne uns auch die Nasen und die Ohren. Unser Vater im Himmel, Jesus Christus, hat ein übernatürliches Reich. Es ist ein übernatürliches Königreich, was wir nicht sehen, aber es ist da. Wo Jesus sagt, wir sind, wenn wir uns bekehrt haben, wenn wir Jesus folgen, wir sind Bürger in den Himmeln. Wir leben zwar noch hier, aber wir sind nicht mehr von der Welt. Wir sind Mitteilhaber der geistlichen Segnung in der Himmelswelt. Unser Bürgertum ist in den Himmeln. Und ich rufe das aus, dass der Himmel auf ist heute hier. Dass ihr diesen Blick bekommt, dass wir dieses Übernatürliche, was da ist, dass wir einfach uns auch benehmen wie Bürger in den Himmeln. Und nicht wie Bürger, die hier in der Welt genau das Gleiche machen, was die Welt macht. Und sich verschrecken lassen von dem, was wir sehen. Sondern dass wir uns auf deine Verheißung stellen, Jesus. Heiliger Geist, reiß diese Wand runter, reiß den Himmel runter, dass der Himmel heute niederkommt, dass wir mit allen Sinnen die Herrlichkeit Jesu wahrnehmen. Mit allen Sinnen, weil unser Herr duftet lieblich. Unser Herr ist wunderbar, der ist wunderschön und es gibt im Himmel Gold und Silber und was weiß ich weiß nicht, was da alles noch gibt. Und wir wollen einfach mehr von dir sehen, Jesus. Ich danke dir für deine Herrlichkeit. Und irgendwann kommt der Himmel auf die Erde. Durch uns ist er schon ein Teil hier, aber wir müssen noch mehr von uns sein. Noch mehr Bürger in den Himmel, die hier rumgehen wie deine Lichter, Herr. Reiß den Himmel auf. Vater, ich danke dir, dass der Himmel hier auf ist. Jesus, ich danke dir für deine himmlischen Herrscharen. Du bist der Herr der Herrscharen. Dir gehören so viele Engel. Und es steht geschrieben, dass die Engel dienstbare Geister sind, dienstbare Wesen, uns an die Seite gestellt. Und dafür möchte ich dir danken, Jesus. Und ich möchte dich bitten, dass du noch ganz viele heute hierher sendest, dass einfach der ganze Raum gefüllt ist, nicht nur mit uns, sondern mit noch mehr Himmelsbürgern, mit deinen himmlischen Herrschern, Herr, dass hier der Himmel eintritt. Und wir wollen alles von dir herzlich willkommen heißen. Wir wollen alles von dir, Jesus, herzlich willkommen heißen. Und wo Licht ist, Herr, da muss die Finsternis gehen. Und deswegen muss alles weichen. Finsternis muss weichen. Ich erkläre das im Namen Jesu zum Herrschaftsgebiet des Herrn. Zum Herrschaftsgebiet des Herrn Jesus Christus, dem König der Könige. Den wir hier willkommen heißen,
dessen Herrlichkeit aufgeht hier wie die aufgehende Sonne, dessen Licht uns erleuchtet. Und ich danke dir dafür, Jesus. Danke, Heiliger Geist. Geh hier durch die Stuhlreihen, Heiliger Geist. Öffne unsere Herzen. Es ist der Heilige Geist, der die Liebe Gottes in unsere Herzen füllt. Und dass einfach ganz viel jetzt kommt, dass ihr das echt merkt. Komm, noch mehr, Heiliger Geist. Bist sowas von willkommen. Öffne unsere Herzen. Gieße die Liebe Gottes hinein. Öffne unsere Sinne, unsere Nase, Jesus, für deinen lieblichen Geruch. Wir wollen deine Herrlichkeit riechen. Wir wollen deine herrliche Luft atmen. Du bist das Leben. Wir wollen, dass du aus uns heraussprudelst, Herr. Halleluja. Und öffne uns auch unser Herz für das Wort, für die Schrift, damit ich weitergeben kann, was ich weitergeben möchte heute, was ich aufs Herz bekommen habe, dass wir das verstehen, was du damit sagen willst, Jesus, dass du uns, Heiliger Geist, schließ uns das Wort des Herrn auf. Du weißt, wo jeder steht hier und jeder hat auch einen anderen Zugang und du machst das richtig, richtig. Besser geht's nicht, denn du bist der Lehrer, einen besseren Lehrer, Heiliger Geist, als dich gibt's gar nicht. Einen besseren Tröster als dich gibt's gar nicht. Wir dürfen dich alles fragen, alles, weil Jesus dich gesandt hat, geschickt hat. Und wer den Heiligen Geist meint, noch nicht empfangen zu haben, wir beten dafür, ich bete für euch. Jesus lässt einen nicht alleine. Ich bekomme oft die Frage, wenn jemand sich bekehrt hat, habe ich den Heiligen Geist? Ich glaube, es gibt schon einen Unterschied, ne? Wenn man betet ganz speziell und du die Gaben empfängst, dass du dann auch weißt, du hast den Heiligen Geist. Also es gibt so eine Übergangszeit. Aber ich glaube, niemand, der sich bekehrt hat, braucht Angst haben, dass er den Heiligen Geist nicht bekommt. Weil Jesus hat gesagt, ich lasse euch nicht alleine. Und wenn Jesus gesagt hat, ich lasse euch nicht alleine, dann ist das die Wahrheit. Er wird nicht dem einen den Heiligen Geist schicken und dem anderen nicht. Sondern er sagt, ich lasse dich nicht alleine. Ich sende dir den Heiligen Geist. Der kommt an meine Stelle und den kannst du alles fragen. So sagt Jesus, wie früher haben die Jünger mich gefragt, als ich mit meinen Jüngern unterwegs war. Aber ich bin in den Himmel und damit ihr auch immer jemanden habt, den ihr fragen könnt, ist der Heilige Geist da. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du da bist. Unser guter Lehrer. Unser guter Lehrer. Halleluja. Danke für den geöffneten Himmel. Halleluja. Ja, und ich möchte jetzt weitergeben, was ich an Schrift auf dem Herzen habe. Was ich gerne weitergeben möchte, es hat wieder mit dem Wort Gottes zu tun. Ich kann nicht anders, weil Jesus und das Wort Gottes, also die Bibel, ist, kann man nicht trennen. Weil Jesus ist das fleischgewordene Wort Gottes. Und als ich mich bekehrt habe, in der Nacht vor meiner Bekehrung, hatte ich eine Vision. Das war mehr als ein Traum. Das war für mich total real. Und zwar habe ich vor dem Grab Jesu gesessen und das Grab war leer. Und ich habe so eine Freude gehabt. Ich habe gejubelt. Ich habe gewusst, Jesus ist auferstanden. Ich wusste, dass es alles war. Ich wusste in dem Augenblick, dass es war, was in der Bibel steht. Jesus ist auferstanden. Ich habe Jesus da nicht gesehen. Ich war praktisch vor dieser leeren Grabhöhle und ich wusste, Jesus ist auferstanden. Jesus hat den Tod besiegt. Aber es rieselten in dieser Vision so weiße Flocken runter. Das war die ganze Zeit. Also ich saß vor diesem Grab und dann wie Schnee sah das aus. Das konnte ich mir eine ganze Zeit lang nicht erklären. Ich habe immer gedacht, was hat dieser Schnee
bei der Grabhöhle von Jesus zu suchen, ne? Das war so für mich, konnte ich nichts mit anfangen, ne? Aber das war ja egal. Das war alles so real, dass ich konnte das mit allen Sinnen empfangen. Ich war wirklich da. Also ich war an einem Ort, wo das wirklich so war. Es war die ganze Nacht. Ich bin sogar zur Toilette gegangen und konnte da wieder einsteigen. Es hört sich total verrückt jetzt an, ne? Aber es gibt viele Leute, die solche Visionen haben. Und mich hat es eher zu Jesus geführt. Ich habe die Wahrheit erkannt. Ich bin morgens aufgestanden. Das war der Tag meiner Bekehrung. Ja? Ich habe die Rollos hochgezogen. Ich habe gesagt, Herr, ich bin dein Eigentum. Ich weiß jetzt, es ist alles wahr, du kannst mich gebrauchen. Und Jesus hat zu mir gesagt, das habe ich noch extra, also mit meinen Worten, aber in der Bibel steht es auch, er hat zu mir gesagt, Maike, ich habe dich gerufen bei deinem Namen und du gehst jetzt wieder und rufst Menschen in meinem Namen. Das war mein Auftrag, das war mein Dienst. Seitdem laufe ich für Jesus. Ja? Und Jürgen hat auch meine Veränderung so stark wahrgenommen. Vorher gab es viele Auseinandersetzungen wegen der Bibel. Ja? Aber ich habe mich dann dezent zurückgehalten, weil Jesus mir immer gesagt hat, halt still mit Familienangehörigen, die noch nicht so weit sind. Sei einfach ein gutes Beispiel. Ja, brauchst gar nicht von mir so viel erzählen. Ich habe das im Griff. Ich habe das im Griff. Ich kümmere mich um deinen Mann. Ich mach das schon. Ich ritz das. Also wenn ihr jetzt Angehörige habt und einfach noch keinen Frieden darüber, Jesus hört unsere Gebete. Er ritzt das. Und hat er ja auch gemacht. Halleluja. Genau, aber es war eine Zeit, ne? Von 3 Jahren, ne? Was ja dann schon schnell ist, weil ich auf andere Familienmitglieder noch länger warte. Und ihr ja auch, ihr kennt das sicher auch, aber gebt nicht auf. Und Jürgen hat das an meiner, hat gesagt, ich fing an zu strahlen, ja, nach der Nacht. Er hat gesagt, boah, die ist anders. Die ist wirklich anders, da muss was passiert sein. Und in der Bibel steht auch, habe ich ja erst viel später dann alles gefunden, ne, was Jesus mir gesagt hat, dass das auch in seinem Wort steht. Genau, das habe ich. Ich mache kein Konzept, wie man sieht. Jetzt muss ich nämlich einen anderen Vers hier raussuchen. Ja, im Jesaja Kapitel 43, Vers 1 steht das, was Jesus mir gesagt hat. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Das kannte ich ja bis dahin noch gar nicht. Ich habe zwar vorher schon die Bibel gelesen, aber im Neuen Testament, ne? Also Jesus hat mich in seinen Dienst reinberufen, aber ich bin ja hier heute, um euch zu sagen, dass diese weißen Flocken ganz wichtig sind. Dieses, was für mich war wie Schnee. Und zwar steht das auch in der Bibel. Das habe ich viel später gefunden in der Schrift. Das steht im Jesaja, Kapitel 55, Vers 10 bis 11. Denn wie der Regen fällt und vom Himmel der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht, es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Also Gottes Wort steht für diese Flocken. Jesus ist das Wort Gottes. Deswegen müssen wir das Wort Gottes, die Schrift, kennen. Denn Gottes Wort kommt nicht leer zurück. Das, was Gott verheißen hat in der Schrift, das ist unsere Wahrheit. Und wenn das auf den Boden fällt, wird das gute Frucht bringen. Dann wird das die Erde befruchten, den Samen sprießen lassen, ne? Und in diesem Bild hier Brot eben dem Essenden geben und uns die geistige Nahrung und auch die Veränderung. Und ich habe auf dem Herzen, euch das einfach nochmal heute mit auf den Weg zu geben, weil ich sehe, wir haben einen Mangel an Erkenntnis in unserem Land. Steht auch irgendwo in der Bibel,
mein Volk geht zugrunde an Mangel an Erkenntnis. Weil durch diese ganzen Medien, die ein absoluter Segen sind, kommt aber auch viel Verwirrung rein. Und dass wir uns alles anschauen und alle Bücher kennen und lesen, anstatt uns mit dem Wort des Herrn, mit der Bibel auseinanderzusetzen. Weil wenn wir das lernen, auszusprechen, immer nur Gottes Wahrheit, egal was wir sehen, wird das zum Erfolg führen. Und wie oft ist das so, also ich schließe mich da ein, ich darf wachsen und ich werde auch immer besser, weil dann klingelt es gleich. Wie oft reden wir irgendwas in unser Leben rein, was nicht mit dem Wort Gottes übereinstimmt, ne? Weißt du? Ich sag mal jetzt ein Beispiel, hat jetzt zwar mit Heilung zu tun, wir gehen zum Arzt, ne? Ärzte können ja auch eingesetzt sein von Gott, ne? Also Gott nutzt ja alles, aber wir müssen halt auch wirklich den guten Samen dann da drauf sehen, ne? So, und dann sagt der Arzt irgendwie, ich sag euch ein Beispiel von mir, aber das müsst ihr schön wieder dagegen pflastern. Ich bin zum Augenarzt mal gegangen, ich hatte so ein blutunterlaufenes Auge, da habe ich sogar noch ein Video gemacht, war ich gehorsam, habe gedacht, okay, das habe ich hinterher so blaustichig gemacht, damit das nicht so auffällt auf dem Video, aber wenn man genau hinguckt, Zombie-Auge, ne? Ich dachte, egal, mach weiter für den Herrn, ne? Und dann habe ich gedacht, naja, gut, Gott hat ja gute Ärzte eingesetzt und so, ne? Lass das mal abklären, ne? Und war auch nichts Schlimmes, aber die hat dann bei mir reingeleuchtet und hat gesagt, meine Iris, die ist aber, die ist komisch, ne? Die ist so klein, das hätte sie noch nie gesehen, also so eine Iris, ne? Könnte sie sich auch nicht erklären, aber vielleicht ist das ja was für den grün-grauen Star oder grünen Star, weiß gar nicht, wie das Ding da heißt, ne? Dann bin ich da rausgegangen, habe gedacht, ja, von wegen, ne? Was sagt der Herr? Was steht in der Schrift? Ne? Jesus ist für unsere Gebrechen und für unsere Krankheiten ans Kreuz gegangen, richtig? Wir sind gerettet und wir sind auch für unsere Heilung, hat er am Kreuz errungen. Ich bin rausgegangen, das meine ich, ja, Wort Gottes sehen, ne? Bin rausgegangen, nehme ich nicht an, ne? Den lasse ich da, ne? Den nehme ich doch nicht mit, ne? Bin ich blöd oder was, ne? Ich bin rausgegangen, ich bin geheilt, ne? Ich bin geheilt in Jesu mächtigen Namen. Durch Jesu Gebrechen ist mir Heilung geworden. Das war jetzt, ist nur ein Beispiel. Und so müsst ihr euer ganzes Leben führen. Wir sind ganz schnell drin, ach Gott antwortet ja nicht und das kann ja nichts werden. Anstatt zu sagen, der Herr hat gute Pläne für mein Leben. Alles zu seiner Zeit. Na, der mit Tränen sät, ich hab's jetzt alles nicht, ne? Der wird auch mit Freude ernten. Also dass ihr immer wieder, bitte kontrolliert euch. Also in eurem Sprachgebrauch, weil der Glaube kommt aus dem Hören, richtig? Also ich rede heute so, ich weiß ja, hier sind alle bekehrt, ich weiß nicht, wer das jetzt hört. Genau, wir reden jetzt hier ja über das Wort Gottes, ne? Der Glaube kommt vom Hören und je mehr wir hören, ne, umso größer wird unser Glaube. Und wann hören wir es? Wenn wir es nicht aussprechen oder wenn wir es aussprechen, sagt ihr mir das. Wann hören wir das? Mehr, wenn wir es aussprechen. Mehr, wenn wir es aussprechen, ne? Und weißt du, das ist der Punkt. Wir müssen lernen, Gottes Wort laut auszusprechen, laut. Das reicht auch nicht, wenn wir einfach, wenn wir es denken, sondern der Glaube kommt vom Hören. Wir sprechen das Wort Gottes aus und dann kommt der Glaube, der wächst, der wächst, der wächst, der wird immer größer und dann wird es Wirklichkeit, weil der Himmel auf die Erde kommt, weil das ist die Wahrheit Gottes. Und wenn wir so wenig sehen von seiner Herrlichkeit, von seinen Zeichen und Wundern, müssen wir uns alle hinterfragen, sprechen wir denn das Wort Gottes? Weil der Herr sagt, in seinem Wort steht, ich bestätige mein Wort durch Zeichen und Wunder. Sagt doch, kennt ihr, ne? Bestätigt. Aber was soll er bestätigen, wenn wir es nicht reden? Versteht ihr, was ich euch damit sagen will? Er kann nur, das andere wird auch bestätigt, das andere wird auch bestätigt, das Negative, aber das bringt stinkende, miefende Frucht, das bringt uns Krankheit, das bringt Negativität rein, das bringt Depression rein, das nimmt uns die Freude, das raubt uns den Glauben,
das bringt uns den Tod, das öffnet uns für die Sünde und so weiter und so fort. Ja? Je mehr Wahrheit Gottes in uns hineinkommt, kann Gott bestätigen. Jeden kleinen Fatz bestätigt er, weil er bestätigt sein Wort. Und sein Wort ist die Wahrheit. Und deswegen achtet auf das Wort Gottes. Achtet darauf, was ihr sprecht. Kontrolliert das. Im Josua Kapitel 1, Vers 8 steht, dieses Buch des Gesetzes soll nicht von deinem Mund weichen. Und du sollst Tag und Nacht darüber nachsinnen, damit du darauf achtest, nach alledem zu handeln, was darin geschrieben ist. Denn dann wirst du auf deinen Wegen zum Ziel gelangen und dann wirst du Erfolg haben. Dann wird unser Leben gelingen. Und wenn wir, wenn viel einfach negativ ist, wir gehen durch Wüstenzeiten, glaubt ihr, ich weiß das ganz besonders gut, ja, und durch Leidzeiten, aber wir sprechen trotzdem Gottes Wahrheiten aus. Dann werden wir durchkommen. Dann kommen wir durch leidvolle Zeiten. Dann verlieren wir nicht unseren Glauben. Dann werden wir aufgestellt. Und der Heilige Geist kann in uns Raum einnehmen. Wir sind ein Tempel des Heiligen Geistes und kann das, dann kann sich die Wahrheit Gottes ausbreiten. Weißt du, stell dir vor, dein Körper ist wie ein Boden, ja? Und das Wort Gottes, was du nimmst, was du aussprichst, ist wie ein Same. Und dann pflasterst du das ganze Wort Gottes in deinen Körper rein. Das kann nur gute Frucht werden. Aus Wort Gottes kommt keine schlechte Frucht. Und ich habe das echt letztes Mal auch schon gesagt, ich habe das so stark auf dem Herzen. Gottes Volk, wenn ich jetzt Videos mache oder am Anfang des Jahres meine Botschaft und auch letztes Mal beim Predigten, es handelt viel vom Wort Gottes, weil das so wichtig ist, weil ich einfach sehe, wie schnell wir dabei sind und wieder reinfallen in diese Lamentiererei. Anstatt Gottes Wahrheiten auszurufen. Egal, ob wir es sehen. Das interessiert jetzt nicht, ne? Also wenn du Vergebung aussprichst, auch das, ne, ist ein Schlüssel für Unvergebenheit, macht die Türe auf für Krankheit. Da hat der Teufel ein Anrecht. Der läuft nämlich rum wie ein brüllender Löwe. Und sobald wir was aussprechen, was nicht mit Gottes Wort konform ist, papp, hat der schon einen Schritt wieder drin. Weil wir sind Gottes Kinder. Ne? Und das ist unsere Sprache, die Sprache Gottes. Und da hat der Teufel einen Fuß drin. Wollen wir ja nicht. Ne? Deswegen achten wir darauf und tun das, was Jesus gesagt hat. Und Jesus hat gesagt, wir sollen unseren Feinden vergeben. Wir sollen sie sogar segnen und wir sollen sie lieben. Und ich weiß, wie schwer das ist, wirklich, weil wir haben viele Feinde. Und ich fühle das manchmal nicht. Ne? Dann denke ich, ich kann nicht vergeben, ne? Das geht gar nicht, ne? Ich würde dem am liebsten doch eine Bratpfanne auf den Kopf oder so, ne? Wie soll ich denn da vergeben, ne? Aber weißt du, Gott gehorsam sein heißt, das einfach zu tun, was er gesagt hat. Und dann sprichst du es aus. Dann sagst du, okay, ich mache das jetzt einfach mal, ich fühle es nicht. Ich segne den und den, ne? Und je öfter du das machst, ne, der Glaube kommt vom Hören, ne? Gottes Wort bringt Frucht. Je öfter du das sagst, ich segne meinen Feind, ne? Ich segne den und den, ne? Ich vergib. Herr, ich vergib, so wie du mir auch vergeben hast, ne? Umso mehr nimmt das Raum in dir ein. Und dann irgendwann kommt so ein Punkt, und dann kannst du die lieben. Dann die Liebe Gottes überwältigt dich dann. Dann kommt die Wahrheit. Und weißt du, nur mit der Wahrheit können wir auch unser Land verändern und nur mit der Wahrheit unsere Familie. Und deswegen möchte ich euch auch bitten, ja, wenn ihr Unvergebenheit habt, weil das so ein großer Punkt ist, so Bitterkeit und Unvergebenheit mit Gemeindemitgliedern vielleicht, ne? Ja, auf der Arbeit, in der Familie, mit Nachbarn. Mit Menschen, die euch wirklich auch schlecht behandelt haben, bitte sprech aus, dass du vergibst. Wirklich. Es macht dich frei. Gott sagt, die Wahrheit macht frei. Und es wird dich frei machen, weil Gott sagt immer, das ist die Wahrheit. Das ist die Wahrheit. Und wir müssen lernen, die Wahrheit auszusprechen. Und ich lade dich ein, Heiliger Geist, dass du auch da, ich bitte dich, besonders heute wirkst, wenn hier Unvergebenheit ist,
dass du uns das aufzeigst und dass du uns hilfst dabei, das auch auszusprechen. Ja, dafür danke ich dir. Und das könnt ihr auch immer machen. Ich komme oft an Punkte, wo ich das selber nicht mehr kann. Und dann sage ich mir, okay, ich muss es auch gar nicht können, oder? Hauptsache, Gott kann es durch mich. Und Gott kann durch mich alles tun. Wie ich vorhin gesagt habe, der kann ja sogar durch einen Esel sprechen. Also, pff. Und dann sage ich, ja, ich kann das nicht, ne? Ich weiß keinen Rat mehr. Manchmal kann ich noch nicht mal mehr beten. Manchmal sage ich, Jesus, bete du für mich. Ich schaffe es nicht mehr. Ich sehe keinen Ausweg mehr. Hilf mir, dass ich noch beten kann. Ihr könnt, das ist ja das Tolle. Das ist ja das Wunderbare. Wir haben den Heiligen Geist an unserer Seite und wir können ihm alles sagen. Er ist ja unser Lehrer. Lehrer, das habe ich noch nicht verstanden. Erklär mal, wie meinst du denn das, ne? Oder Lehrer, hier die Aufgabe, da komme ich gerade nicht weiter, ne, hilf mir mal bitte. Das macht der, weil es gibt keinen besseren Lehrer. Ich meine, Jesus sendet uns ja keinen halben Kram, ne? Sondern das ist dann die volle, das ist, wie sagt man, 6 am Lotto oder so, keine Ahnung, ne? Ja, Halleluja. Eigentlich habe ich noch einen längeren Bibelabschnitt bekommen, aber ich glaube, ich will euch nicht überstrapazieren, aber doch, ich sag's jetzt. Also ganz kurz noch einmal zum Hinterfragen, zu wem ihr gehört. Ich hatte mir das Gleichnis von dem Sämann ausgedruckt. Kennt ihr das? Das Gleichnis vom Sämann aus der Schrift, wo Jesus das erklärt, wenn ein Bauer Same in die Erde macht und was mit verschiedenen Samen passiert. Der eine Same wird gleich schon von Raben weggepickt, der kommt noch nicht mal in die Erde. Und der andere Same, der fällt auf felsigen Boden, da scheint die Sonne und weil der keine Wurzeln schlagen kann, wird der verbrannt. Der andere Same, also das Wort eben, ne? Der andere Same fällt in die Dornen, wachsen die Dornen drüber, kann auch keine Frucht kommen. Und ein anderer Same fällt auf guten Boden. Und der bringt 100-fach, 60-fach und 30-fach Frucht. Und Jesus erklärt dieses Gleichnis seinen Jüngern, was das bedeutet. Und das möchte ich doch jetzt nochmal abschließend vorlesen. Da steht in Matthäus, Evangelium Kapitel 13, Vers 19 bis 23. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dorngestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Und ich möchte einfach, dass wir uns mal alle hinterfragen, was sind wir für eine Saat? Was sind wir für eine Saat? Weil ich habe so viele Leute schon gesehen, die sich bekehrt haben, voller Eifer dabei und da kommt der erste Widerstand, platsch, weg. Warum? Weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Weil sie nicht Tag und Nacht über der Bibel nachgesonnen haben und meditiert haben, was wir gerade gelesen haben. Weil sie das Wort Gottes nicht kennen. Weil sie nicht in der Schrift gelesen haben. Dann kommen die Sorgen und das erdrückt dich. Dann guckst du darauf, anstatt zu sagen, der Herr hat gute Pläne. Die, die für mich sind, sind zahlreicher als die, die gegen mich sind. Ne? Der Herr hat für mich den Sieg errungen. Ne? Ich bin Teilhaber an den geistlichen Segnungen.
Und so weiter und so fort. Ihr müsst das Wort Gottes kennen, um einfach euer Leben zum Erfolg, es hört sich jetzt so weltlich an, Erfolg, ja, um ja, das Königreich auf die Erde zu holen und euer Leben, dass alles gelingt. Das hängt alles am Wort Gottes, an der Saat, die ihr sät mit eurem Mund. Wir zeigen so oft drauf auf andere, ne? Das funktioniert nicht, der ist doch doof, die Gemeinde ist blöd, ne? Und der hat da doch so einen Quatsch gepredigt und die sind ganz anderer Meinung. Mein Nachbar beschimpft mich, ja, meine Feinde kämpfen gegen mich, das sind doch alles Blöde, ne? Aber wer soll sich, wie können wir das verändern? Wie können wir das verändern? Sind wir Segensbringer oder die? Versteht ihr, was ich euch sagen will? Wir haben das von Gott in die Hand bekommen, das Instrument, die Vollmacht, die Kraft, das Wort, um Veränderung zu bringen. Für die Nation, für andere Länder, in unsere Familie, in unseren Städten. Wir und nicht die anderen. Also nicht die Ungläubigen, ne? Und wir können es verändern. Hört auf, wir müssen aufhören, ja, auf andere zu zeigen. Wir müssen sehen, dass Jesus uns Vollmacht gegeben hat. Welche Vollmacht? Nämlich Vollmacht, alles zu binden und zu lösen. Dass die Kraft des Heiligen Geistes in uns ist, die die Toten vom Leben auferweckt. Ja, eine gewaltige Kraft. Dass wir Schöpferungskraft durch unsere Worte haben, wenn wir die Worte Gottes sprechen, dass Gott uns wirklich ein echtes Mandat zu regieren auf oder mitgegeben hat. Und das sollten wir dann auch ausfüllen. Amen. Amen. Ja, dann würde ich gerne in die Lobpreiszeit gehen. Ich nehme das erste Lied, da lasse ich noch laufen, die Aufnahme, und dann stelle ich es aus. Dann können wir füreinander beten, da sein, Fragen stellen, singen, Gott loben und vergeben. Und vergeben. Vergebt, bitte, vergebt. Das ist der Hauptgrund, wo der Teufel reinkommt. Die beiden wichtigsten Gründe, wo wir dem Teufel Raum geben, ist Stolz, eigene Ehre, weg. Egal, Gott bricht uns. Wen Gott liebt, den züchtigt er. Wunderbar, wenn wir gezüchtigt werden. Dann können wir jubeln, weil unser Ego gekreuzigt wird. Und wenn wir vergeben, ja, dann deckt die Liebe Gottes alles zu und vertreibt die Finsternis. Und wir verändern damit. Halleluja. Die Person, die gegen uns ist, verändern wir und wir sind selbst frei. Halleluja. Danke, Jesus, dafür. Mund höre ich das schönste Liebeslied.
deine Hand kann ich verlieren.